Im Flüchtlingslager Camp Moria auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos ist die Zahl der Schutzsuchenden erstmals auf 18.000 gestiegen. Das bestätigte die dort tätige Mitarbeiterin des Gießener Hilfswerk Global Aid Network, kurz GAIN, Andrea Wegener, gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Mit rund 60 Freiwilligen ist sie dafür verantwortlich, Neuankömmlinge im Lager mit dem Nötigsten auszustatten und ihnen ihren Platz zuzuweisen. Laut Wegener leben etwa 7.000 Menschen derzeit in einfachen Zelten außerhalb des offiziellen Lagergrundstücks. Bei nächtlichen Temperaturen von nur etwa 3 Grad entzündeten die Flüchtlinge Feuer, was angesichts der beengten Lage brandgefährlich sei. Ein Ende der schwierigen Lage ist Wegener zufolge nicht in Sicht. Wir fragen uns hier immer wieder, wie viele Menschen müssen hier noch sterben, bis etwas geschieht. Die griechische Regierung sei mit der Zahl der Menschen derzeit schlicht überfordert, so Wegener. Fast ein Viertel der Bürger in Deutschland will an Weihnachten einen Gottesdienst besuchen. Das ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts Insa Consulere im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Über die Hälfte der Befragten plant keinen Kirchgang. Weitere 15% wussten es noch nicht und 6% machten keine Angabe. Vor allem freikirchliche Befragte haben vor, einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Mit deutlichem Abstand folgen Katholiken und die landeskirchlichen Protestanten. Von den Konfessionslosen wollen 8% zum Christfest in die Kirche gehen. Viele Missionare müssen sich heute ganz neuen Herausforderungen stellen. Laut dem psychologischen Berater und Dozenten Ulrich Giesekus ist die medizinische Vorsorge in vielen Ländern bereits gut geregelt. Es mangele jedoch oft an professioneller Hilfe für seelische Nöte. Sehen Sie einen Kommentar von Giesekus, wie Gemeinden Missionare zusätzlich zu Gebet und Geld unterstützen können. Eine der Dinge, die wir wahrnehmen, ist, dass natürlich nicht nur in der Mission, aber auch dort enorme auch seelische Belastungen auf die Mitarbeiter zukommen, aber vor allen Dingen auch seelische Belastungen von Seiten der Menschen, mit denen sie arbeiten. Missionsarbeit ist heute ganz überwiegend Arbeit mit traumatisierten Menschen, mit häuslicher Gewalt, mit Sucht, auch mit Depressionen oder auch mit schweren psychischen Erkrankungen, wofür wir eigentlich Missionare auch nicht so richtig ausgebildet haben oft. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt von den Menschen in der Heimat, die diese Missionare unterstützen, ist, dass sie das ernst nehmen und dass sie dafür beten und sie auch unterstützen und auch offen sind dafür, vielleicht sogar auch ein bisschen öfter mal nachfragen, sag mal, wie geht es euch denn eigentlich dann auch mit den Menschen, die ihr da betreut, die ihr begleitet, die oft große Nöte haben und was macht das, was können wir für euch tun?